Hi, wie ihr ja wisst, wenn ihr unsere letzten Gameplay-Videos geschaut habt, sind der Schreder und ich gerade in einer kleinen Apex-Krise. Egal wie viel wir spielen, wir kommen es momentan einfach nicht hin zu gewinnen. Und ich will heute mal einer Theorie nachgehen, die mir wahrscheinlich berufsbedingt ein wenig mehr zusagt als alle anderen. Achtung an alle, es wird hier heute sehr theoretisch. Also, das wird harter Tobak. Fangen wir mal an. Warum sind denn Leute wie Shroud und Ninja besser als Schreder und ich in Battle Royale Games? Ich könnte genauso gut fragen, warum ist eigentlich Roger Federer besser im Tennis als ich? Oder ich könnte fragen, warum ist der FC Bayern besser als 17 andere Bundesliga-Vereine? Zumindest meistens. Ich könnte natürlich jetzt ganz schnell eine Antwort geben und sagen, naja, Shroud und Ninja waren beides mal bezahlte Profis, die in irgendwelchen First-Person-Shootern professionell ihr Geld verdient haben und dementsprechend viel Zeit damit verbracht haben, solche Spiele zu spielen und zu lernen. Roger Federer ist natürlich besser im Tennis, weil ich in meinem ganzen Leben erst dreimal einen Tennisschläger in der Hand hatte. Und so ungern man sich das auch anhören möchte, aber wahrscheinlich sind die Bayern besser als andere 17 Bundesligisten, weil sie halt die besseren Spieler haben. Gut, Thema durch, alles erklärt. Schreder und ich finden uns damit ab, dass wir einfach sehr schlecht sind in solchen Spielen. Und ja, hören am besten mit Apex auf und fangen ein neues Spiel an, wo wir am besten nicht gegen andere Spieler, sondern nur gegen NPCs spielen. Naja, wenn das die Antwort wäre, hätte ich wahrscheinlich heute kein Video gemacht. Denken wir doch einfach mal ein Stückchen weiter. Wenn Shroud einfach nur viel Zeit in First-Person-Shooter gesteckt hat, dann könnten Schreder und ich das doch auch. Dann sind wir bestimmt irgendwann genauso gut wie der. Jetzt gibt es wieder Menschen, die behaupten, naja, der hat halt Talent und ihr nicht. Dann gehen wir doch mal wieder zu den Bayern. Wir haben ja festgestellt, dass Bayern immer die besten Spieler in der Bundesliga haben. Wenn man den Medien und der Presse so trauen darf, dann haben die Bayern auch immer die talentiertesten Spieler in der Bundesliga. Das heißt also, Talent ist gleich Erfolg. Wenn also Talent darüber entscheidet, wie gut ich in etwas werden kann, dann werden wir also nicht mehr so gut wie Shroud, denn er ist einfach talentierter als wir. Gut, dann ist das Video jetzt beendet. Weil wir gelernt haben, Talent ist der entscheidende Faktor. Danke fürs Zuschauen. Alle, die kein Talent haben, Pech. Ich wünsche euch ein trauriges Leben. Klingt auch scheiße fürs Ende von einem Video, oder? Okay, fangen wir doch mal anders an. Talent wird uns sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Manche Menschen können Sachen besser als andere und das ohne ersichtlichen Grund. Sie haben eben ein Talent für irgendetwas. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo mein Beruf dazu kommt. Ich bin Krankenpfleger in einer Psychiatrie. Talent ist was nicht Greifbares und damit ist das für mich ein Dorn im Auge. Ein Patient, der sich nicht so verhält, wie es für die Gesellschaft vielleicht normal wäre, ist ja auch nicht so verrückt, sondern ich will wissen, warum er sich so verhält. Ich könnte mich auch damit zufrieden geben, dass ich sage, er ist verrückt. Wahrscheinlich bin ich in meinem Beruf besser als Shroud. Denn wenn ich den bei uns auf Station stellen würde, dann wird er wahrscheinlich eher weniger Produktives zur Genesung eines Patienten beitragen können. Habe ich also ein Talent für psychiatrische Pflege, das Shroud eben nicht hat? Bevor ich Krankenpfleger gelernt habe, war ich Hotelfachmann. Kein besonders guter, aber ich habe meine Ausbildung geschafft. Bevor ich die Ausbildung zum Hotelfachmann angefangen hatte, habe ich neben der Schule in einem Biergarten gearbeitet. Damals hat mir jeder gesagt, ich wäre wie für die Gastronomie geboren und ich würde meine Ausbildung locker schaffen. Was ist jetzt also in den 3 Jahren passiert, dass ich gerade so mit Ach und Krach meine Ausbildung geschafft habe? Wahrscheinlich habe ich mein Talent verloren. Oder ich wechsle das Wort Talent einfach mal gegen Interesse aus. Vielleicht ist Shroud nicht talentierter in First-Person-Shootern, sondern einfach nur interessierter. Das könnte auch erklären, warum er in psychiatrischer Pflege wahrscheinlich schlechter ist als ich. Ich bin einfach interessierter an der Pflege als er. Und an Psychiatrie. Und wahrscheinlich habe ich in den 3 Jahren Ausbildung zum Hotelfachmann auch nicht mein Talent verloren, sondern einfach nur mein Interesse an dem Beruf. Was eben auch erklären könnte, warum ich heute Krankenpfleger bin und nicht mehr Hotelfachmann. Klingt schon besser? Schon. Für einige würde das jetzt auch reichen. Mir reicht es allerdings nicht, weil das würde ja wieder bedeuten, dass ich mit mehr Interesse an First-Person-Shootern irgendwann auch so gut werden könnte wie Shroud. Ach halt, das stimmt ja sogar. So einfach ist jetzt also die Lösung des Problems?
Eure Eltern haben euch hoffentlich schon irgendwann mal gesagt, mit harter Arbeit kannst du alles erreichen. Wenn nicht, schlagt ihr mal fest auf die Schulter oder wechselt ihr im Zuckerstreuer den Zucker gegen Salz aus. Okay, das hier sollte eigentlich ein Video dazu werden, wie ihr in Apex besser werdet oder beziehungsweise wie ihr aus eurer Niederlagenserie rauskommt. Wenn ihr das Video jetzt beendet und Apex startet, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht sofort gewinnen. Wenn ihr nicht gerade super viel Glück habt. Wenn ihr das Video am Ende, also wenn das Video zu Ende ist und das Video beendet und Apex startet, muss ich euch leider sagen, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht sofort gewinnen. Aber ihr werdet hoffentlich mit der Niederlage, die ihr dann erleidet, besser umgehen können und etwas aus dieser Niederlage mitnehmen. Das euch dann irgendwann hilft, ja, zu gewinnen. Wieder. Kommen wir mal zu dem mit harter Arbeit könnt ihr alles erreichen zurück. Wenn es Eltern gibt, die solche Sätze zu euch sagen, dann wird es wahrscheinlich auch Eltern geben, die genau das Gegenteil behaupten. Sätze wie, dafür hast du nicht das Talent, sowas kannst du einfach nicht oder das konntest du früher schon nicht, sind richtig geile Sätze, um ein Kind zu erziehen. Aber wo ist der Unterschied? Wieso sagen die einen Eltern das und die anderen das? Hier kommt das Mindset ins Spiel. Das Mindset ist nichts anderes als ein Selbstbild. Wie gehe ich mit Situationen um? Wie bewältige ich Krisen? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ziemlich am Anfang des Videos habe ich versucht, euch einen Mindset-Wechsel zu zeigen. Shroud ist besser als ich, weil er bezahlter Profi war und mehr gespielt hat. Zudem hat er mehr Talent als ich, also brauche ich auch gar nicht versuchen, so gut zu werden wie er. Das ist eine Form des Mindsets, das ist ein Teil des statischen Selbstbildes oder im Englischen ein Fixed Mindset. Shroud hat nicht mehr Talent als ich, sondern zeigt nur mehr Interesse an First-Person-Shootern, ist Teil des dynamischen Selbstbildes, dem Growth Mindset. Jetzt kommt so der Bereich, wo ich euch mit Positivbeispielen aufzeigen sollte, dass ein dynamisches Mindset besser ist als ein statisches. Will ich das? Eigentlich nicht, denn mit beiden kann man erfolgreich sein. Mir geht es darum, dass ihr nur wisst, dass es Alternativen gibt. Deswegen möchte ich euch gerne noch ein Beispiel von zwei unterschiedlichen Mindsets geben. Wir haben ja Shroud, der, wie wir alle wissen, mittlerweile Streamer ist. Und momentan der Streamer mit den meisten Subs auf Twitch. Aber vor ein paar Wochen war das eben noch Ninja. Ninja bekam durch Fortnite und seine Art zu spielen und durch sein Verhalten vor der Kamera einen Mega-Hype. Er hat alles erlebt. Er war im Fernsehen, er hat mit Stars zusammengespielt, er war sogar Teil des Werbespots oder eines Werbespots beim Super Bowl, dem größten Event des amerikanischen Sports. Doch warum ist Shroud jetzt wieder der Streamer mit den meisten Subs? Ninja hat ein statisches Selbstbild, zumindest was das Streamen angeht. Seit er in die Kritik geraten ist, wegen die massiven Arroganzvorwürfen und dass er Leute bannen lässt, bei denen er das Gefühl hat, dass er von ihnen gestreamsniped wird, geht's mit Ninja bergab. Momentan ist er mit fast 25.000 Subs nur noch Platz 9 der meistgesubbten Streamer auf Twitch, was natürlich immer noch total gut ist, aber für einen Ninja nicht genug. Und was macht Ninja nun? Naja, träge, müde wirkende, fassadenhafte Streams, die eigentlich nur noch zeigen, dass er gar keinen Bock hat, wenn er nicht gerade der Beste ist. Er zeigt, dass er ganz klar kein Interesse an dem Stream an sich hat, sondern Interesse daran hat, ein Star zu sein. Shroud war vor ein paar Wochen in einer ähnlichen Situation. Er war der meistgesubbte Streamer und dann kam der Ninja-Hype. Shroud musste sehen, dass er nicht mehr der meistgesubbte Twitch-Streamer ist und ja, er hätte sich jetzt genauso dahinstellen können und sagen können, ja gut, okay, dann ist es jetzt halt so. Ne, dann mache ich jetzt nur noch lustlose und was weiß ich nicht was für Streams. Was hat Shroud gemacht? Nichts. Er hat seine Streams weitergemacht, als ob nichts passiert wäre. Als ob ihn überhaupt nicht interessieren würde, dass er nicht mehr der meistgesubbte Kanal ist. Hier zeigt sich ein dynamisches Selbstbild. Klar hat Shroud hier und da eine Kleinigkeit geändert. Gefühlt sagt er jetzt öfter, dass man ihn mit Amazon Prime Konto, mit einem Amazon Prime Konto gratis subben kann. Aber er ist in der Situation nicht verzweifelt und hat nicht das Interesse verloren. Da zeigt sich, dass Shrouds Interesse eher im Streamen an sich liegt und nicht darin, ein Star zu sein. Oder habt ihr Shroud beim Super Bowl gesehen? Ich merke auf jeden Fall schon, dass das Video sehr viel länger wird, als ich es eigentlich wollte, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Unterschied zwischen einem dynamischen und einem statischen Selbstbild zeigen. Ich habe aber noch zwei Beispiele, bevor wir uns dann darum kümmern, wie wir oder ihr in Zukunft
Ja, was wir anders machen können, um vielleicht mal unsere Niederlagenserie zu beenden. In den 80ern gab es einen Tennisspieler, den man, der John McEnroe hieß. Der war über 4 Jahre hinweg die Nummer 1 der Weltrangliste. Aber er zeigt uns perfekt, was ein statisches Selbstbild ist. John McEnroe hasste es zu trainieren. In seiner Welt war Talent alles, was er brauchte, um der Beste zu sein. Entweder ich kann's oder eben nicht. Jetzt kann man sagen, naja, war ja 4 Jahre der Beste. So schlecht kann es nicht gewesen sein. Naja, ich behaupte, er hätte noch viel länger die Nummer 1 sein können. Denn John McEnroe hatte für alles immer eine Ausrede. Wenn er verloren hat, dann hat er verloren, weil er kurz vor dem Spiel gegessen hat, weil er zu viel trainiert hat, weil das Sägemehl zu fein war, womit er seine Hände trocken gehalten hat, sein Gegenspieler verliebt war und er nicht. Dann hatte er Rückenschmerzen und ja, John McEnroe hatte für alles einfach eine Ausrede. Und er hatte nicht eine Ausrede, um seine Niederlage zu erklären, sondern damit hatte er eine Ausrede gefunden, um sein perfektes Bild aufrechtzuerhalten. Weil nicht er ist daran schuld gewesen, dass er verloren hat, sondern die äußeren Umstände. Entweder sein Gegner oder irgendwas um ihn herum. Und das heißt, man konnte ihm keinen Fehler ankreiden. Ja? Wer von euch hat in Apex schon mal dem Random die Schuld dafür gegeben, dass er verloren hat? Kennen wir doch alle, oder? Ein gutes Beispiel für ein dynamisches Selbstbild hingegen ist George Danzig. Kennt ihr den Spruch, alle sagten immer, das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht? Ich glaube, George Danzig ist für den Spruch verantwortlich. Der Typ hat in den 30ern Mathematik studiert und war so ein bisschen verpeilt. Kam ständig zu spät zum Unterricht, verpasste das meiste vom Stoff und blieb aber trotzdem immer am Ball. Und eines Tages kam er natürlich mal wieder zu spät zum Unterricht. So spät, dass er nur noch dazu gekommen ist, sich eben kurz die Hausaufgaben von der Tafel abzuschreiben und die dann mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause angekommen, wollte er die Aufgaben lösen und merkte, verdammt, die sind aber ganz schön knifflig. In seinem Kopf waren das aber Aufgaben, die alle um ihn herum lösen konnten, weil waren ja die Hausaufgaben, also musste das ja jeder gelernt haben. Und in seiner Welt hat er gedacht, hey, dadurch, dass ich ständig den Unterricht verpasse, kann ich diese Aufgaben jetzt nicht lösen. Also hat er sich hingesetzt und hat versucht, Lösungen zu finden für das Problem. Er hat sich hingesetzt und hat sich weitergebildet, hat eigenständig gelernt, bis er diese Aufgaben irgendwann gelöst hatte. Jetzt sagt jeder, ja gut, dann ist er jetzt auf dem Stand wie alle anderen auch wieder. Naja, am Ende hat sich herausgestellt, dass das gar keine Hausaufgaben waren, sondern 2 mathematische Problemfälle, die bis dahin noch nie jemand gelöst hat. Was will ich euch jetzt also sagen? Sagen wir mal, gehen wir wieder zurück zum Thema Apex. Warum verliert ihr und auch wir ständig in Apex? Haben wir ein statisches Selbstbild und sind so von unseren Fähigkeiten überzeugt, dass wir, wie John McEnroe, die Schuld immer bei anderen suchen? Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, Schreder und ich denken ganz oft, dass der Grund für unsere Niederlage der Random in der Gruppe sei. Selbst wenn wir einen vollen Squad hätten und die Schuld aus Respekt nicht auf einen aus dem Team schieben wollen würden, dann fänden wir wahrscheinlich andere Ausreden. Wenn wir streamen, konzentrieren wir uns zu sehr auf den Chat, die Lampe scheint mir zu sehr ins Gesicht, die Grafikeinstellungen waren nicht richtig, ich habe gestern Abend nicht gut geschlafen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sind John McEnroe. Und wir haben auch Spiele gewonnen, also können wir es ja. Wir wissen ja, wie man in Apex-Runden gewinnt. Gewonnen haben wir allerdings eher, als wir George Danzig waren. Also, als wir Apex entdeckt haben. Als wir noch nicht feste Bilder in unserem Kopf hatten, wie jetzt alles zu laufen hat. Wir springen in der Schädelstadt runter. Mittlerweile in unseren Köpfen schon einen Grund zu sagen, die Runde wird nichts. Als wir gerade mit Apex angefangen hatten und nicht wussten, dass die Schädelstadt ein Hotspot ist, vergleichbar mit der Schule in PUBG, war uns das egal. Wir wussten nicht, dass es nicht geht und haben es einfach gemacht. Wir haben nicht verbissen nach den besten Waffen gesucht und hatten ein festes Loadout im Kopf. Wir haben die Waffen genommen, die vor uns lagen, und haben es einfach gemacht. Unser Mindset hat sich geändert. Wir spielen Apex nicht mehr, weil wir Interesse an Apex haben, die Herausforderungen lieben, in jeder Runde etwas Neues dazuzulernen und besser zu werden. Wir spielen Apex momentan, weil wir gewinnen wollen.
weil wir uns sagen, wir müssen gewinnen für das Video nächste Woche. Was resultiert aus diesem Denken? Ein Mensch mit einem statischen Selbstbild wird irgendwann aufhören zu verlieren. Nicht, weil er dann wieder gewinnt, sondern weil er zum Schutz seines Selbstbildes aufhört, das zu machen, was ihm keine Bestätigung bringt. Streamer, YouTuber, Sportler, Wissenschaftler, Musiker. In allen Bereichen gibt es diese Beispiele. Jeder kennt den kleinen YouTube-Kanal, der irgendwann plötzlich keine Videos mehr gemacht hat. Oder ja, und dann entweder irgendwo was geschrieben hat, wie zum Beispiel, dass es zeitlich nicht mehr klappt oder irgendwas dazwischen gekommen ist, oder sich einfach gar nicht mehr meldet. Ich will nicht behaupten, dass alle irgendwann mit YouTube oder Ähnlichem aufgehört haben, dass alle, die das gemacht haben, so auch denken. Aber ich bin mir ganz sicher, es gibt ganz viele John McEnroes dabei. So, nun habe ich euch ja gesagt, dass ihr das Video wahrscheinlich nicht beenden werdet und sofort mehr Erfolg in Apex haben werdet. Wahrscheinlich werdet ihr gleich Apex anmachen und trotzdem verlieren. Aber vielleicht verliert ihr und seid dann eben kein John McEnroe, sondern seid wie Shroud. Nehmt jede Runde in Apex als Herausforderung an und versucht etwas zu lernen. Ändert eure Denkweise bezüglich Herausforderungen und vorgefertigten Meinungen. Geht nicht jede Runde wieder rein und spielt erst dann auf Attacke, wenn ihr die R301 in der Hand habt. Nehmt auch mal die Flatline, nehmt auch mal die Spitfire, versucht mal eine Runde mit der Wingman zu spielen oder spielt eben mal nicht mit der Wingman, spielt vielleicht eben mal nicht mit der Peacekeeper, weil vielleicht braucht ihr einfach mal wieder was Neues. Und glaubt mir, wenn ihr aufhört, immer wieder das Gleiche zu machen, dann wird es auch irgendwann leichter für euch in die Schädelstadt zu gehen, weil ihr die erste Waffe am Boden findet und damit wieder macht. Ihr braucht kein Talent, um in etwas gut zu werden. Ihr müsst nur Interesse haben, besser zu werden. Vergleicht euch nicht mit anderen Spielern, vergleicht euch mit euch selbst. Spielt heute Apex, überlegt nach jeder Runde, was ihr hättet besser machen können und schaut morgen, ob euch die gleichen Fehler nochmal passieren. Wenn ja, dann wisst ihr, woran ihr arbeiten müsst. Ausreden suchen für euer Versagen ist der leichteste Weg, den es gibt. Aber irgendwann gehen euch die Ausreden aus und ihr werdet Apex nicht mehr starten, weil ihr dann merken müsst, dass ihr nie irgendetwas dazugelernt habt. Wenn ihr euch tiefer mit der Materie beschäftigen wollt, Mindset, statisch, dynamisch, wie ändere ich mein Mindset und sonstiges, dann kann ich euch das Buch Selbstbild, wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt, von Carol Dweck nur ans Herz legen. Das gibt es für, keine Ahnung, 11 Euro bei Amazon oder so. Und ich selber bin gerade dabei, es zu lesen. Habe mich aber auch vorher schon sehr oft mit dem Thema Mindset beschäftigt. Und kann nur sagen, dass ja, mir die Denkweise gefällt. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video hier auch irgendwie so ein bisschen zumindest einen Ansporn geben, mal darüber nachzudenken, ob nicht eure Denkweise das Problem eurer Niederlagenserie ist. Ich weiß, viele von euch hätten sich jetzt lieber gewünscht, dass ich die 10 goldenen Regeln fürs Gewinnen in Apex hier erzähle, aber die gibt's nicht. Ah, klar, kann euch Guide-Videos sagen, wie ihr, was ihr besser machen könnt, aber keins von diesen Videos kann euch 10 Regeln geben, damit ihr am Ende auf jeden Fall gewinnt. Das wird nicht passieren. Mindset ist eines der wichtigsten Sachen, die es überhaupt gibt, wenn ihr euch mal mit E-Sport auseinandersetzt. Und überhaupt in allen Sportarten, in allem, wo die Leistung entscheidend ist. Und auch in allem, wo die Leistung nicht entscheidend ist. Mindset ist auch eine Sache, die ihr für euer Privatleben wunderbar benutzen könnt. Aber wir sind hier bei Gaming, wir sind hier bei E-Sport, Sport an sich. Und da ist Mindset, die Einstellung zu der ganzen Sache, super, super entscheidend. Denn nicht umsonst hat der FC Bayern die besten und talentiertesten Psychologen, die es gibt, in ihrem Mitarbeiterstab. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mal ein ganz, ganz anderes Video als sonst. Wenn ihr das gut fandet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr sagt, du Hobbypsychologe, lass es lieber sein, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir doch vielleicht mal in die Kommentare, was ihr so, wie ist euer Mindset?
habt ihr euch irgendwo selber wiedererkannt? Seid ihr die Randoms dafür blamen, dass ihr verliert? Und ja, mich würde es interessieren, wie ihr so denkt und wo ihr vielleicht in eurem Leben schon mal gemerkt habt, oh, da habe ich vielleicht was aufgegeben, was ich hätte viel, viel besser machen können. Aber ich wollte mir einfach nicht die Blöße geben, schlecht zu sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sag bis denne.